Trashy ist bei mir. Trashy 2.0. Die nehme ich sowas von hundertprozentig raus. Die ist von BH Cosmetics. Die hatten mal... Oh Mann, der ist so schön. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Trashy ist bei mir. Trashy 2.0. Der ist nicht ganz so groß wie der erste. Aber er ist riesig. Für alle, die nicht wissen, wer oder was Trashy ist, ich habe hier einen riesigen Karton vor meiner Nase. Moment. Oh, der ist mittlerweile auch richtig groß. Es ist ein riesiges DM-Paket. Also, wir sind mehrere YouTube-Mädels und wir haben quasi ein Trash-Paket gemacht. Und ja, alle möglichen Namen machen damit. Ihr könnt gerne in die Infobox gucken. Schaut gerne vorbei. Die sind alle super süß, super nett. Menschlich wirklich 1A, ganz toll. Und genau, also wir schicken uns gegenseitig nicht wirklich Müll hin und her, sondern eben überwiegend Kosmetik. Es waren hier aber allerdings auch schon andere Sachen drin, wie Kleidung oder auch Lebensmittel tatsächlich. Wir schicken uns hin und her, was wir nicht gebrauchen können, was uns nicht passt, was uns nicht so gut gefällt. Natürlich keine wirklich trashigen Sachen. Also es sind jetzt hier nicht Sachen, die kaputt sind. Es sei denn, sie sind auf dem Weg kaputt gegangen oder die abgelaufen sind. Sowas nicht. Aber ja, das macht natürlich super viel Spaß. Ich bin auch schon einiges losgeworden und habe selber ganz tolle Schätze gefunden, die ich sonst so entweder mir selber nicht gekauft hätte oder nie ausprobiert hätte. Und deswegen, es macht super viel Spaß. Ich habe gerade schon gesagt, das ist jetzt Trashy 2.0. Wir hatten irgendwann mal noch ein zweites Paket auf den Weg geschickt, weil das immer so lange dauert. Immer so ungefähr 4-5 Monate, bis der dann wieder bei uns ist. Und ja, deswegen ist jetzt hier 2.0. Ich glaube, der erste Dino, der ist noch, und wir sagen immer Dino, ich weiß eigentlich gar nicht wieso. Irgendwie sind alle Trash-Pakete immer überall irgendwelche Tiere oder Meerjungfrauen oder Wale oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ist das diskriminierend? Nun gut, auf jeden Fall kommt bald auch nochmal die andere Version davon hierher. Das sind die gleichen Mädels, aber wir haben halt zwei Pakete unterwegs und das heißt, ihr habt bald also nochmal ein Video. Aber weil ihr die Dinger, also die Videos über die Dinger so gerne guckt, dachte ich, ich zeige euch beide. Den hier müsste ich theoretisch gar nicht zeigen, aber das machen wir heute, ihr Süßen. Ich werde euch jetzt einmal, Gott, war das ein langes Intro, ich werde euch jetzt hier runter beamen, wollte ich gerade sagen. Also, dass ihr mit ins Paket gucken könnt und dann schauen wir mal, ob ich heute was Schönes finde. Eigentlich brauche ich nicht wirklich was, aber wer weiß, was es hier so gibt. Das macht auch wirklich immer richtig Spaß. Das Video wird garantiert wieder lang. Eine Ewigkeit später. Ja, ihr Süßen, ich hoffe, das geht so. Hier ist alles Mögliche voll an Luftpolsterfolie. Ich bin hier natürlich und ihr seid da, offensichtlich. Und wir schauen jetzt hier. Ich hoffe, ihr könnt auch gut mit reingucken. Oh mein Gott, das ist schon wieder so viel. Unglaublich, was man immer so hat. Hier sind leckere Herzen. Die sind leider nicht für mich, aber das ist okay. Es ist sowieso ganz gut, ne? Ich bin gerade wieder dabei, meine Weihnachtsfunde loszuwerden. Hat auch bisher ganz gut geklappt. So, hier ist leider schon was ich wieder zurückbekommen habe. Aber ganz ehrlich, das ist kein Wunder. Das ist eine, ja, eine Lockenbürste letztendlich, die ich irgendwie falsch verstanden hatte und scheinbar möchte sie auch kein anderer haben. Ich kann es verstehen, ich fand die absolut blöd. Meine Haare sind da drin hängen geblieben und ja, möchte ich nicht. Die hier hatte ich auch mal, die hat bei meinen Haaren aber nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das ist von Mermaid oder so ähnlich. Genau, also die ist nichts für mich, aber den Detangler nehme ich natürlich wieder raus. So, hier an der Seite mache ich mal weiter. Hier habe ich die Balea Schönheitsgeheimnisse pflegende Bodylotion mit Monoi. Die hatte ich früher tatsächlich auch mal. Ich mochte die auch ziemlich gerne, muss sie aber nicht nochmal haben, wenn ich ehrlich bin. Und oh Gott, hier geht das auch weiter. Gott, mit der Plexcare Spülung, die könnte ich vielleicht als Rasiergel rausnehmen. Ich gucke mal, ob da noch das Shampoo bei ist. Ich möchte das natürlich auch niemanden wegnehmen. Oder ist das sogar von mir? Hey, das kann sogar von mir sein. Ich gucke mal kurz auf mein Foto. Ja, ihr müsst wissen, das ist immer tatsächlich so lange immer her. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war vor Weihnachten bei mir, das Ding. Lange vor Weihnachten wahrscheinlich sogar. Okay, ihr Süßen, also dieses Paket war tatsächlich, ich musste gerade mal gucken, ne? Weil ich habe mir extra ein Foto dafür gemacht, was ich reingepackt habe und was nicht. Und die Spülung ist tatsächlich nicht meins. Ich hatte aber auch ein Produkt aus der Reihe reingepackt und zwar die Kur, glaube ich, war das. Es ist tatsächlich am 25. August gewesen, dass ich hier zuletzt was reingepackt habe. Und unglaublich, wie lange das jetzt gedauert hat, dass das hier ist. So, ich freue mich aber, dass es wieder da ist. Ich lasse das Foto gleich mal offen. So, hier haben wir jetzt als nächstes das Pawpaw It Does It All 7 in 1 Hair Treatment Style. Ah ja, das ist also ein Haarprodukt. Hm, ich glaube, nee. Nee, das ist, an sich hätte ich jetzt gesagt, ja, aber ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt. Oh je, ich habe sowieso immer so viel für die Haare. Hier geht es jetzt weiter mit einer Glossy Box. Ich überlege gerade, ob ich euch ein bisschen dichter ranhole. Da ist jetzt auch nicht so viel dichter, ne? Aber gut, wir versuchen das mal. Oh, ich hatte gehofft, dass die noch hier drin ist. Da wollte ich noch mal gucken. Das ist von ColourPop eine Palette, Your Golden.
Ach, die ist wirklich süß, ne? Ich muss noch mal überlegen, weil ich habe auch eine von Colourpop, die ist so ähnlich. Und da muss ich jetzt noch mal überlegen. Und die sieht schon noch alleine das hier. Und das ist alles so schön, ne? Ach, so ein bisschen sauber gemacht ist das bestimmt voll das Schmuckstück. Also das ist vielleicht. Hier haben wir so ein kleines Sachet mit Wishful You Glow. Keine Ahnung, was das ist. Enzym Scrub. Ah, das nehme ich mir mal raus. Ich mag Enzymkram. Dann haben wir hier eine Palette. Ah ja, die hatte ich selber tatsächlich nicht von Catrice hier. Ich weiß aber, dass die, ja, die Qualität war nicht so schön. Obwohl die Farben sind super schön, ne? Ich weiß nicht. Nee, komm, ich brauche die nicht. Nein. So, dann ist hier eine Palette. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ob die von mir ist. Nee, ist sie nicht. Aber die hatte ich auch, oder die habe ich sogar auch noch hier von Max & More, die Eyeshadow Palette. Die war in dem letzten Adventskalender drin. Als nächstes haben wir hier Teasude. Das ist ein Setting Powder. Das finde ich nicht so mega interessant, dass ich es jetzt unbedingt haben wollen würde. Dann habe ich hier eine ganze Menge Mono Shadows. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so, dass ich das unbedingt haben müsste. Der hier ist aber schon cool. Guck mal, der blaue, der hat irgendwie was. Wobei mir das leider gar nicht mal so gut steht. Vielleicht die Palette raus und das kleine Enzympeeling. Ihr Süßen, ich lasse das jetzt mal kurz ein bisschen unordentlich. Ich möchte das nachher nämlich noch einmal so ein bisschen nach Kategorien sortieren, wenn möglich. Hier haben wir von Clio Pro Eye Palette. Für Augenbrauen scheinbar. Und nee, die ist einfach braun. Irgendwie hat die was. Jungs, Mädels, was macht ihr denn hier mit mir? Ich wollte jetzt eigentlich nichts behalten. Oder jedenfalls nicht so viel. Gut, da gucke ich mal. Ich muss mir jetzt aber erstmal einen Lappen holen tatsächlich, weil das hier sonst alles ein bisschen schmiert. Dann hier haben wir die nächste Glossy Box. Die sieht auch von der Seite hier ganz entzückend aus, wirklich. Wir dürfen uns übrigens auch die Glossy Boxen rausnehmen, wenn wir wollten. Hier sehe ich schon was, das hatte ich reingepackt. Das ist so eine kleine UV-Lampe, also für UV-Nagellack. Und solche kleinen Teile zum Einweichen, falls man das runterholen möchte. Ja, das nehme ich dann natürlich raus. Also diesmal hat das jetzt hier nicht so viel... Oh Gott. Oh Gott, wartet. Was ist das? Ach, ich dachte, das ist das von... Doch, hier ist ja auch was von Claudi. Claudi hat hier mal interessante Sachen reingepackt. Hier ist ein TEI. Wofür genau das jetzt ist, weiß ich gerade nicht so ganz. Ich habe Angst, dass es schon dazugehört, aber wahrscheinlich ist das einfach nur ein ganz normaler Becher. Brauche ich beides nicht, ganz herzlichen Dank. Hier hatte ich auch gehofft, dass es noch drin ist. Ich will noch mal kurz dann riechen. Das hatte ich nämlich auch schon. Ja, das werde ich auf jeden Fall behalten. Das war mal von Essence ein, also es ist so Pillow Mist. Das riecht ganz leicht nach Lavendel, aber überwiegend finde ich nach Weichspüler. Deswegen möchte ich es auch gerne behalten. Und ich hatte meins, was ich davon hatte, nämlich meiner Schwester geschenkt. Jetzt habe ich selber nochmal. Das freut mich auf jeden Fall. Hier haben wir eine Anti-Frizz-Creme von Malibu. Brauche ich nicht. Dann ist hier 1-2-3 Super Glow Serum. Was ist denn hier drin? Das hat auch so eine eigenartige Farbe. Ich weiß nicht. Das gehört bestimmt so, aber hier ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich habe auch so viel Zeug da. So ist es jetzt nicht. Aber wenn es danach ginge, dann müsste ich hier gar nichts rausnehmen. Ne? Wir haben alle genug da. Hier haben wir ein paar Sachen. Ein paar Erwachsenen-Spielsachen. Guck mal, sogar ein Gutschein. Ja, genau. Freue ich mich. Ja, ich glaube, guck mal, wie schüchtern ich gerade bin. Ich weiß gerade nicht, was ich darüber sagen soll. Ich würde mal sagen, ich bin selber ganz gut ausgestattet und hätte mir die Sachen, die hier drin sind, jetzt nicht unbedingt zum Ausprobieren nach Hause geholt. So, hier habe ich etwas, den habe ich leider selber, sonst hätte ich den rausgenommen. Ich habe den in einer kleinen Variante, das ist der Rodeo Drive. Highlighter von Ofra. Ein sehr schöner Highlighter, aber eben auch ein bisschen, ja, ich würde sagen, für... wärmere Hauttöne, ich weiß nicht. Nein, eigentlich kann das benutzen, wer auch immer das möchte, ne? Aber ich habe den halt schon deswegen. Nein, dankeschön. Hier ist von Ghoul I'm Sunshine Hard Parfum. Okay, da rieche ich doch glatt mal dran. Ich habe eigentlich genug Parfum da. Ja, das riecht nicht schlecht, aber ist auch nicht so, also es riecht auch so ein bisschen nach Sommer. Aber das ist nicht unbedingt, also würde ich nicht nachgreifen, einfach nicht. Aber es riecht nicht schlecht. Dann ist hier von Larizzi Fame, was bist du? Ein Creme-Highlighter, na, den gucken wir uns doch mal an. Ich sehe, der ist sehr dunkel. Von daher, theoretisch könnte man den nehmen, aber ich glaube, der ist selbst mir zu dunkel. Ich bin ja jetzt auch nicht mega dunkel oder so, aber ja, naja, jetzt auch nicht gerade hell. Aber hell, ich bin nicht die hellste. Herz auf der Torte. Ah! Oh Gott, hier haben wir noch eine Glossy Box. Ich glaube, das sind fast alles Glossy Boxen. So, ihr seht schon, was hier drin ist von Jaya. Die könnte von mir sein. Nee, die ist nicht von mir. Die brauche ich aber auch nicht. Ich glaube, die hatte ich selber schon mal.
Ja, haben wir. Ich gucke gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, ihr Süßen. Entschuldigung. Keratinyl, UV, also das ist ein Sonnenschutz. Kenne ich nicht die Marke. Vielleicht ist das auch irgendwie. Also irgendwie sieht es aus wie aus der Apotheke. Ich brauche das aber nicht. Ich habe mir gerade einen neuen Sonnenschutz geholt. Dann haben wir hier die All Matte Shine Control von Catrice, die Foundation. Ja, habe ich jetzt erstmal nicht so viel Interesse dran und ich glaube, das ist auch nicht so meine Farbe. Dann haben wir hier Eclat Nummer 83 Eau de Parfum. Riecht gut, aber auch nicht so mein, nach meinem Gusto, nicht unbedingt. Dann ist hier der Disney The Jungle Book Face Toner mit Glycerin und Shea Butter. Hört sich an sich interessant an. Das war mal aus einer Disney Limited Edition, glaube ich, von, war das von Catrice und Essence? Ja, Catrice steht drauf. Ja, aber nee, danke, den möchte ich auch nicht unbedingt haben. Hier wird es jetzt schon interessanter. Die wollte ich mir ganz oft kaufen. Wirklich ganz, ganz, ganz oft. Wenn ich jetzt so reingucke, weiß ich gar nicht mal genau, wieso. Die Verpackung ist es überwiegend. Ich packe die mal auf den Vielleicht-Haufen. Ja, ich wieder mit meinen Paletten, ne? Ivotion von Love. Ah, oh, ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Okay, also das dann auch nicht. Wie gesagt, ich packe das jetzt erstmal unordentlich weg, damit ich das nachher... Ich möchte das so ein bisschen nach Kategorien sortieren. Ich mag das irgendwie. Hier geht's weiter mit einer Glossy Box. Von Lottie London haben wir hier eine Palette. Die ist zwar ganz süß. Ich mag Lottie London auch total gerne. Das gab es ja mal eine Zeit lang bei Rossmann. Ist aber wirklich schon... Das war, da habe ich gerade mit YouTube angefangen. 2017 oder 18 war das, glaube ich. Und ja... Der ist an sich ganz schön von Look by Beeper, Shade Bronzing Powder. Aber ja, irgendwie ruft es nicht Mama, sag ich mal. Und oh, Make-up Coach, das finde ich interessant. Davon habe ich nämlich noch gar nichts. Das ist die Marlene Dive and Smoky Eyelid Schatten Palette. Marlene rauchig. Okay, ich bin gespannt. Ah, die sieht schon schön aus, ne? Also nicht, dass ich sowas jetzt extrem oft benutze, aber finde ich für Halloween auch total schön. Wobei es dafür fast so schade ist, ne? Ist die noch komplett neu? Da war jemand in dem Schwarz drin? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, da war schon einer drin. Macht nichts, ich packe es auch vielleicht. Hier ist, die habe ich selber auch von Physicians Formula, eine Palette. Eigentlich total die schöne Idee, aber leider hier ist es auch so, irgendwie haben die das nicht hingekriegt, das so zu produzieren, dass alle Töne da drin haften bleiben. Es ist mindestens immer, ich glaube, es gab drei verschiedene davon. Ich hatte auch alle drei und in jedem war mindestens ein Produkt immer locker. Das war, ich habe das halt einfach schon. Genau wie die, die habe ich auch schon von Mrs. Bella. Ich überlege, vielleicht mache ich die gleich sogar mal ein bisschen sauber, damit die noch ein bisschen, ne? Die, ihr müsst wissen, die sind auch immer so ein bisschen, also die Pakete sind natürlich schwer und die Hermesboten, wir schicken es meistens mit Hermes, die, ja... Vielleicht sind die nicht so kräftig und die Dinger fliegen oft mal durch die Gegend oder runter oder ich weiß auch nicht. Und das ist einfach, ja, weiß ich auch nicht so richtig. Es geht schnell mal was kaputt, sagen wir es mal so. Genau, hier hattet ihr gerade schon gesehen von Milk Makeup. Da habe ich auch gerade echt überlegt, ob ich den behalten soll, weil ich schon öfter mal was von Milk Makeup ja, benutzen wollte. Aber irgendwie bei einem, bei so einem Creme Blush bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Hier haben wir, auf jeden Fall ist der von Essence und nicht unbedingt meine Farbe. This is me, 04 Crazy ist das. Und den hier habe ich auch selber, ein Creme Blush von Catrice. War auch meine Limited Edition, mochte ich eigentlich total gerne. Und deswegen habe ich den auch noch, also brauche ich den auch nicht. Die habe ich auch schon, hier von Rival de Luc Boho Vibes. Ich glaube, die sind noch immer im Standardsortiment und ich habe die Qualität auch nicht schlecht in Erinnerung. Terra Naturi Golden Lights. Highlighter, ja, ist ganz süß, muss aber nicht sein. Und wieder eine Glossy Box, wahrscheinlich sind das sowieso alles Glossy Boxen. Was haben wir denn hier? Yimuka Moringa Öl Care for You. Wisst ihr was, ich setze mal kurz meine Brille auf, dann ist das für euch vielleicht ein bisschen besser zu ertragen. So, also was bist du denn nun? Irgendein Öl, scheinbar. Was macht man damit? Ist es zur Pflege oder was macht man damit? Ja, es ist auf jeden Fall eine Pflege für Haut und Haar. Und ja, das soll ein ganz tolles Öl sein. Ich möchte das aber nicht behalten. Ist aber ganz toll, dass es hier drin ist, finde ich. So, den hier hatte ich selber, der Balsam 4-in-1. Ich dachte auch gerade erst, ich hätte den reingepackt. Aber nein, der ist nicht von mir. Brauche ich dementsprechend auch nicht. Auch das hier, das war, glaube ich, oh, das war arschteuer. Das war mal in einem Goodie-Bag von der Glow, hier von DM. Ich habe das selber auch weitergegeben, weil ich da irgendwie nicht so die Verwendung für hatte und hatte gehofft, dass es extrem gut ist, aber ja, ich habe jetzt noch nicht so viel Gutes darüber gehört, leider. Dann ist hier eine Mascara, glaube ich, Extend Lash von MAC Beauty, kenne ich nicht, habe ich jetzt aber auch nicht so extrem viel Interesse dran. Hier ist ein Bella Pierre Bronzer, glaube ich. Nein, danke schön, das ist ganz lieb. Hier ist This Works, was ist das? Morning Expert Wake Up Spray.
was es nicht alles gibt, ne? Aber nein, danke, brauche ich nicht. Ein Face Primer, auch aus der Dschungelbook Limited Edition. Hatte ich damals schon kein Interesse dran. Hier ist ein Lippenstift von Asam. Genau, da habe ich eigentlich selber genug. Und ich benutze auch gar nicht so viel davon. Von Sephora ein Colorful Shimmer. Muss nicht sein. Dann ist hier von Art Deco ein Crystal Oil Drop. Oder sind Drops. Leichtes Pflegeöl mit dezentem Schimmer. Nein, 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 muss nicht. Dankeschön. Aber es ist auch ganz cool eigentlich. Oh, hier hatte ich auch gehofft, dass die noch drin ist. Also die nehme ich sowas von hundertprozentig raus. Die ist von BH Cosmetics. Die hatten mal, ich glaube, vor ein paar Jahren hatten sie das so, dass sie in jedem Monat quasi einen Stein als Geburtsstein, Geburtsmonat irgendwie. Auf jeden Fall haben sie dazu dann jedes Mal eine Palette rausgebracht. Und ich finde die gerade so wunderschön. Die möchte ich auf jeden Fall. Es ist neben dem Enzympeeling das erste Mal ein klares Ja heute. Dann haben wir hier so ein kleines Tütchen. Da ist, glaube ich, nichts weiter drin. Dann diesen Highlighter. Ist der sogar von mir? Nein, ist er auch nicht. Okay, aber den hatte ich auf jeden Fall auch mal. Dann ist hier von Elf ein Putty Blush. Putty Blush. Bist du bitte? Oh Mann. Der ist so schön. Oh, ich weiß nicht. Ach, Mann. Der ist aber echt schön. Ich packe ihn auch vielleicht. Und eben den Milk Make-up, den habe ich verschmäht. Aber den nehme ich jetzt raus, oder was? Nee. Hier ist die Kalu Midsummer Night Dream. Also oder irgendwie eine koreanische Palette. Total süß eigentlich. Hier ist richtig krasser Glitzer. Moment, hier ist also ist richtig gut. Junge, wo ist denn hier die Linse da? Ja, jedenfalls eigentlich ganz schön, aber ich glaube, nein, nein, nein. Hier ist ein Parfum. Ich glaube, Nathalie sagte, dass das ziemlich teuer ist. Ich glaube, das war dieses hier. Deswegen werde ich nicht sprühen. So ein bisschen riecht man es raus, aber ich bin eh nicht so, wisst ihr, da sind Mädels bei, die... Oh Gott, hier ist sogar Schimmer drin. Ist ja der Hammer. Miro Magic, vorgebraucht schütteln. Also so Glitzerkram, so irgendwo auf dem Body ist nicht so mein Ding. Deswegen, ja, mit Blotting Powder. Das finde ich gerade interessant. Ist der noch? Nee, der ist nicht mehr zu klein. Moment, ich mache ihn mal auf. Der ist leider sehr weiß. Deswegen fürchte ich, dass der bei mir auch zu weiß ist. Das Problem habe ich so oft wirklich. In nahezu 90% der Fälle ist das so. Hier ist von Scent in Sky. Was bist du? Irgendeine Maske. Nein, danke schön. Hier ist von Judith Williams Natural Blush. Ich glaube, von ihr habe ich auch einen Blush. Der ist aber auch so cremig, ne? Ah, nein, 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 danke. Das mochte ich nicht. Das hier habe ich selber. So, auch, das ist auch so ein Creme-Stick hier, Blush wieder. Das ist diesmal ziemlich viel dabei, ne? Hier ist RMS Beauty. Ist das ein Bronzer? Irgendwie sowas. Aber gut, dann haben wir hier von Ila Maska. Was bist du denn? Ein Glowing Gel. Doch, das wollen wir doch mal sehen. Das war jetzt, glaube ich, noch nicht auf. Ich wollte es jetzt nicht weiter aufmachen, damit das einfach nicht angefangen ist quasi. Jetzt gucke ich hier mal kurz. Ist das die gleiche Farbe? Scheint fast so. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber gut, dann ist hier jetzt nicht so viel. Aber das macht auch nichts. Das ist auch gut, wenn ich nicht so viel behalte. Hier ist jetzt als nächstes Look Fantastic. Die fühlen sich ja auch gut an. Ich glaube, die hatte ich noch nie in der Hand. Hier ist eine Alverde Körperlotion. An sich ganz gut. Was, womit ist denn die? Kirschblüte und Reismehl. Oh nee, nee, muss nicht sein. Ich habe genug Body Lotion. Ich habe von allem, wie gesagt, theoretisch genug. Keratin von John & Len. Ein Leave-In-Aufbauspray. Nee, muss ich nicht haben. Leni Lash, sind das meine? Nee, auch nicht. Aber ich hatte auch schon mal überlegt, die da rein. Ach Mensch, steht doch auch Antje drauf, Junge. Was ist das denn? So hier, oh, da bin ich schon die ganze Zeit am Überlegen. Ich hatte den nämlich selber mal. Der ist von Love hier. Blushment? Blurring Blush. Da gucke ich mal. Ich hatte den halt selber mal. Ich weiß gerade nicht, ob ich den aussortiert habe. Deswegen, ich packe den mal kurz auf vielleicht. Hier ist Tamtam The Classics. Davon habe ich, glaube ich, die Palette habe ich auch. Ja, die habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, das war die letzte, die sie rausgebracht hat, oder? Deswegen, da hatte ich, glaube ich, fast die ganze Kollektion gekauft. Aber das ist eine schöne Palette. Ich mag das sehr. Hier ist Elemis Superfood AHA Glow Cleansing Butter. Muss nicht sein. Hoppala, hier ist ein Nagellack. Ich benutze im Moment tatsächlich fast gar nicht mehr Nagellack. Dann ist hier... Ich sag die ganze Zeit die gleichen Sätze, ne? Balea Men Outdoor Protection Gesichtspflege. Danke, nein, aber immerhin Lichtschutzfaktor 15. Das Glow Overnight AHA Treatment von Catrice. Nein, danke. Da bin ich sowieso total empfindlich. Und oh, hier. NYX Bare With Me Hydrating Jelly Primer. Mal gucken, ist der schon aufgewesen? Der sieht aber echt noch ziemlich gut aus. Packe ich mal auf vielleicht. Dann haben wir hier eine Maske. Die von mir? Ich glaube, ja. Gut, dann nehme ich die wieder raus. Self-Tanning. Ah, hier die kleine. Die ist kaputt gegangen. Das ist nicht schlimm. Weg damit.
Die ist kaputt. Hier ist sogar so ein Self-Tanning-Kram. Was machst du denn? Face and Body ist wahrscheinlich so ein Tuch, ne? Ja, steht da sogar. Ja, ich habe sowas tatsächlich noch nie benutzt. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe letztens so einen Schaum, bis auch, ne? 2017, 18 habe ich das letzte Mal so einen Schaum benutzt zum Bräunen. Das war auch ganz gut, aber ich habe es ein bisschen übertrieben und seitdem habe ich mich nicht mehr wirklich getraut. So, nur noch mit so Tanning Drops, die man unter Creme mischt. Damit schon. So, hier haben wir Get Loose Glitter Gel. Das ist ja cool. Das sieht ziemlich gut aus. Kann man das rausnehmen, ohne dass man es wirklich aufmacht? Sieht echt schön aus, muss ich sagen. Aber ich muss es nicht haben. Nee. Aber ich finde das cool, dass das hier so sauber verpackt ist. Total schön irgendwie. Voll nach meinem Gusto. Dann haben wir hier so kleine Paletten. Hier ist was von Elf. Good Vibes Only. An sich schön, muss aber nicht sein. Ein Just Glow Powder. Sieht auch schön aus, aber auch muss das nicht sein. Mein Gott, warum kann ich nicht reden? Ihr Süßen, könnt ihr mir bitte helfen, richtig reden zu lernen? Das ist ja grausam. Advanced Roll-On Redness Minimizer Anti-Rötungen Serum. Ja, habe ich tatsächlich zum Glück nicht so. Rival Loves Me Rouge Powder in der Farbe 08 Glamorous Rose. Nein, danke. Dann habe ich hier ein Color Changing Blush Stick. So einen habe ich selber, allerdings nicht aus dieser Limited Edition. Das war die Positive Vibes Only Limited Edition. Hier ist nochmal was aus dem Isana Adventskalender. Ultra Matte Primer muss ich auch nicht haben. Bare Minerals haben wir einen. Ich glaube, das ist ein... Ist das ein Rouge? Ja, tatsächlich. Giddy Pink. Das ist so ein Golden... Also ein Rosé mit einem Schimmer drin. Ist mir aber zu viel. Den habe ich selber hier von Trended Up. Ja, aber der ist schön. Das könnte ich reingepackt haben. Habe ich... nee, auch nicht. Auch gut, zum Glück haben wir das Foto, sonst würde ich hier einfach so den anderen was wegnehmen. NAM Diamond Drops, die fände ich theoretisch mega interessant. Hier, NAM gibt es ja bei Rossmann online und davon wollte ich schon immer mal was holen, habe ich aber bisher nicht. Ich testet da mal ganz kurz ein Tröpfchen von. So, wie siehst du aus? Ah, der hat schon, oh, der hat leider schon was. Ah, irgendwie ist der schon schön. Irgendwie auch nicht. Ja, ich glaube, ich lasse die Drops da drin. Ich glaube, ich werde dazu nicht greifen. Das ist dann zu schade. Dann haben wir hier Rival Cosmical Mood. Ein Glitter Nail Polish brauche ich nicht. Von Ativi Puri Collister Aquagel. An sich ja, keine schlechte Sache, aber nein, danke. Aber, oh Gott, Hydrolyzed Kollagen, Lecithin, Urotritol oder wie auch immer der ganze Kram hier heißt. Retinol, Ribo, Nuklei. Das ist immer in der Glossybox meistens, glaube ich. Und eigentlich sind die Sachen arschteuer und wahrscheinlich kauft sich das sogar keiner. Keine Ahnung. Hier haben wir irgendwie was Geliges. Was bist du denn? Brush Up Brows Brow Soap würde ich theoretisch, ist von Beauty Bay, würde ich theoretisch behalten. Aber ich habe noch so viel in der Richtung da. Deswegen nein, danke. Und die ist halt auch noch total neu, deswegen lasse ich die. Nein, nein, nein. Hier Thick and Wow Fixing Brow Mascara. Sowas benutze ich gar nicht leider. Hier ist Tattoo Brow. Das ist auch eine Farbe, die ich leider so gar nicht benutze von Maybelline. Schade, schade. Hier ist noch von Barbour Clean Formance. Irgendwas? Was bist du? Eine Augencreme. Dann von Maybelline Express Brow wieder was für die Augenbrauen. Auch das benutze ich leider nicht und das ist mir alles leider viel zu hell. Aber ich hoffe, dass ich hier noch hier von Long... Nein, Blödsinn. Von Judith Williams noch Long Lasting Brow Tint. Ja, ich hoffe, dass das irgendjemandem, ne, passen wird. Ich bin da einfach... Meine sind nicht fast schwarz, aber halt sehr dunkel. Den finde ich richtig schön, muss ich sagen. Ne, das ist wirklich eine schöne Farbe. Es ist ein dunkles Tannengrün irgendwie. Aber auch das muss nicht sein. Flawless Finish Translucent Glow Setting Powder. Das sieht an sich ganz cool aus. So von der Farbe her. Das ist von Kruid Ward. Ich glaube, das ist eine Drogeriekette Richtung Holland hier. Also Niederlande und Belgien. Interessante Farbe, muss ich sagen. Aber nein, danke schön. Das ist ganz nett. So, ein Nagellack. Noch ein Blush von Eveline. Da dachte ich gerade auch, das ist meine. Aber scheint auch nicht. Und dann haben wir hier noch Trended Up Camo 2-in-1 Make-up und Concealer in 010. Dafür ist der auch ganz schön ganz dunkel, ne? Ja gut. Na, wir sind schon fast am Ende. Ja, hier haben wir jetzt diese Box. Ah, celebrate the day. Theoretisch. Ach so, das ist die, ich dachte, das ist die Lidschattenpalette. Das habe ich selber. Zum Glück, zum Glück. Und auch die habe ich selber, die
Dalmatiner Limited Edition, beziehungsweise das war ja eine Disney Limited Edition. Hier ist von My Little Beauty Gel Funky Fresh. Ich raff nicht so genau, was das jetzt für ein Gel ist. Ob das ein Duschgel ist oder ein Haargel, keine Ahnung. Aber gut, lassen wir mal so. Hier ist von Art Deco Super Witch Hand Cream and Mask. Nein, danke schön. Von Scent of the Day Tony Moly Hand Cream. Da hätte ich ja gedacht, dass das hier Nathalie rausnimmt mit den Hündchen drauf, ne? Naja, gut. Ich habe genug Handcreme, das muss nicht sein. Es sei denn, es ist was super, super, super Interessantes. Hier haben wir jetzt ein Stirnband. Das ist aus so einem Vlies von Chipscheib, habe ich noch nie gehört. Auf jeden Fall, sorry, falls ich hinterm Mond lebe, keine Ahnung. Ja, ich trage sowas leider nicht. Ich sehe damit total dumm aus und ich brauche es zum Glück auch so nicht. Die würde ich theoretisch behalten, aber weiß ich. Na, ich packe es mal auf und vielleicht Haufen. Dann ist hier so ein riesiger Holzkamm. Sowas benutze ich leider gar nicht. Und hier, ach Mensch, ich dachte, die ist gar nicht mehr drin. Da überlege ich jetzt aber. Das ist die Uhu Honey von Colourpop. Und ja, die ist hier ein bisschen kaputt. Put irgendwie, so ein bisschen, so, ich glaube, die muss ich behalten. Irgendwie mag ich die. Die bleibt da. Ja. Oha, ihr müsst wissen, ich habe auch so viel da, was ich hier reinpacken möchte. The Essence, the Highlighter, ist der noch neu oder hat den schon einer angefasst? Ich weiß es gar nicht so ganz genau, deswegen fasse ich den jetzt mal nicht an. Übrigens, oh hier habe ich noch gelb von der Honey-Palette gerade. Na, da freue ich mich aber drauf, Mensch. Ich hatte so gehofft, dass sie noch hier drin ist, aber ich hatte gedacht, dass sie schon jemand rausgenommen hat. Da war ich mir nicht ganz sicher. Aloha Bronzer, Give Them Lala. Okay. Oha. Hätte der jetzt keinen Schimmer, würde ich den nehmen, aber ich mag das gar nicht, wenn Sachen Schimmer haben. Also hier, ja doch, ich mag schon, wenn Sachen Schimmer haben, aber ich mag nicht, wenn Bronzer schimmern. Also nur in ganz, ganz dollen Ausnahmen. Genau, also dann hier nicht so viel, aber immerhin die kleine Palette, das war gerade schon schön. Da freue ich mich sehr, dass die noch drin war. Ich hoffe, ihr könnt das hier jetzt doch einigermaßen sehen. Leider schon der letzte. Ach, das ist von mir, glaube ich, oder? Nee, auch nicht. Junge, ich dachte, das ist von mir. Weil das habe ich auch schon mal rausgepackt. Das war eigentlich an sich gut. Das ist so eine Glättungscreme. Hier von Taft und Gliss. Das war an sich nicht schlecht, aber es war so schwer, das immer so zu, wie heißt das, zu dosieren. Weil irgendwie, es war immer zu viel oder es war immer zu wenig und es war mir zu anstrengend. Deswegen habe ich die selber weggegeben. Aber ja, gut. Hier ist ein Fanbrush. Da bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen. Fräulein B. Kennt man die? Ach, Beauty Love. Na gut. Okay, das lasse ich vielleicht. Hier mal gucken. Dann haben wir als nächstes von Marie Stella. Marie's? Keine Ahnung, was auch immer, aus Amsterdam. Ein Body Scrub. Nein, danke. Ich habe genug noch da. Von Avon Ultra Color 60. Das sieht aus wie ein Nagellack. Ja, ist an sich auch eine schöne Farbe. Aber wie gesagt, ich nutze das nicht weiter. Hier ist von Isana Kaltwachsstreifen. Körperkaltwachsstreifen. Da überlege ich gerade mal, ob ich das tatsächlich mal versuche mal wieder. Aber meistens ist es schief gelaufen bei mir. Aber doch, ich glaube, die nehme ich raus. Doch, die habe ich Lust. Will ich mal wieder versuchen. Ein Bella Pierre Puder. Nee, das ist auch wieder der Rouge. Ich glaube, ist der zweimal hier drin? Kann ja sein, ne? Oh, was ist denn das? Oh Gott, mein Herz. Guckt euch das an. Hier, ich werde nicht mehr. Oh Gott, das ist, entschuldige, das ist irgendwie so ein... Nee, Ice Cream soll das sein. Okay, von Cici ist das. Und oh nein. Oh Gott, allein die Verpackung. Oh nein. Ach, ist das süß. Ich werde nicht mehr. Das ist nicht mal meine Farbe. Wie kann man, mal ganz ehrlich, wie kann man so eine süße Umverpackung machen? Und es ist ja jetzt nicht unsüß oder so, aber warum hat man denn da nicht gleich die ganze Palette aus Pappe gemacht? Und stellt euch vor, man könnte die aufmachen. Die hätte ich behalten. Aber jetzt hier so muss nicht unbedingt sein. Wobei ich auch die Farben einfach so gar nicht so nutze. Aber trotzdem, das sah gerade wirklich süß aus. Ach Gott. Beauty Mates Falten Control. Hochkonzentriert mit Spilantol und Peptidkomplex. Wäre ich jetzt theoretisch tatsächlich mal interessiert dran. Die hatten mich vor Jahren auch schon öfter mal angefragt, ob ich da Werbung für machen kann. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Ich glaube, weil das schon zu Genüge woanders war. Irgendwie Angst davor. Es riecht gerade ein bisschen wie, nicht ganz so extrem, aber so ein bisschen wie Window Color früher. Aber nicht wirklich so doll. Oha, hier ist von Richards dieses Glitter Oil. Ich glaube, das war auch irgendwann mal in einem Adventskalender. Es ist leider gar nicht mein Fall. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber oh nee. Von Aiko eine Mascara Wake Up and Go Black Lash Alert. Nee, ich glaube. Ich glaube, das muss nicht sein. Den hatten wir schon. Oh, von Urban Decay. After Dark. Die Verpackung, das ist ja schon mega nice. Und auch von innen macht sie mich gar nicht an. Leider. Ach, die Verpackung, ja, hübsch.
Genau, oh, hier von Zoeva Karamell Melange in der kleinen Ausführung. Ich glaube, die war auch mal in der Glossy Box. Ah, hatte ich die schon mal da? Irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Theoretisch würde ich die Farben voll mögen, aber nein, danke. Die habe ich selber, die Glamo Camo, mal von einer Zuschauerin tatsächlich geschenkt gekriegt. Und ja, da bin ich auch sehr froh, dass ich die noch habe. Und hier, da dachte ich auch gar nicht, dass sie noch drin ist. Also irgendwie, ich glaube, Sarah Isabel hatte hier, oh nein, ist die, oh Gott, ich werde nicht mehr, ist die schön. Ah, Mama, oh Gott. Also, Sarah Isabel hatte das Paket vor mir und ich weiß, dass ihr die auch gefallen hatte, aber ich habe gerade tatsächlich verdrängt, dass sie die dann doch wieder reingepackt hat. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß, ich hatte auch was aus dieser, also da gab es noch eine mit Schildkröten. Ich weiß gerade nicht mehr, welche ich gekauft habe. Lass mich mal gucken. Okay, ihr Süßen, ich lasse die Palette dann auch drin. Das ist meine, das ist die aus Trashy. Und ja, meine ist sogar noch komplett neu. Ha, na gut, okay, dann wandert die auch weiter. Ihr Süßen, genau, ich gucke mal kurz, hier ist aber nichts mehr. Ich packe jetzt mal kurz alles ganz in Ruhe ein und überlege in der Zeit, was ich behalten möchte und was nicht. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, ihr Süßen, ich habe jetzt alles wieder eingeräumt, meine Sachen dazu gepackt. Falls ihr sehen wollt, was ich reingepackt habe, dann schaut gerne bei. Ich glaube, als nächstes geht es zu Nicole von Chiquita's Place. Aber ob dir das überhaupt zeigt, ist sowieso so eine Frage. Ich habe hier einmal jetzt diese Kaltwachsstreifen rausgenommen. Genau, ich habe ein bisschen was wieder zurückgelegt. Das war mir dann doch irgendwie zu viel. Genau, das Spray hier, da freue ich mich auch sehr drüber. Das werde ich als Rasiergel aufbrauchen. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Das funktioniert viel besser als alles mögliche andere. Genau, den Fächerpinsel hier nehme ich mir sehr gerne raus. Dann habe ich hier nochmal geguckt, diesen Blush. Ich dachte, ich habe ihn aussortiert. Habe ich nicht, aber dann habe ich gesehen, das ist eine andere Farbe, die ich habe. Also ich glaube, ich hatte die 4.0 und das hier ist die 1.0. Also Antje, vielen lieben Dank für diesen schönen Blush. Freue ich mich sehr. Ja, das habe ich auch noch rausgenommen. Und dann haben wir hier die Emerald Palette, wie gesagt, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich habe auch ein bisschen was, ich habe auch ein bisschen mehr noch reingepackt, also vom Wert her, als ich jetzt rausgenommen habe, weil ich einfach, ja, ich habe einfach so viel Zeug, ne? So, also die, da freue ich mich auch ganz besonders drüber, weil an Colourpop kommt man gar nicht so gut ran. Und ja, kommt dann immer Zoll dazu und sowas. Ja, genau, also das ist meine Ausbeute, freue ich mich sehr. Vielen lieben Dank an alle, mit denen ich das jetzt habe. Und ich hoffe, ihr könnt dann auch wieder was mit neuen Sachen anfangen. Ich zeige euch nochmal kurz, was ich rausgenommen habe, also von mir. Genau, das war jetzt hier nur dieses Set zum Nagel aushärten. Diese Tüte, die irgendwie, Moment, kann ich mal rauszoomen hier? Geht das noch? Tatsächlich, ich bin ja ganz reingezoomt. Also, ja, dann auf jeden Fall diese Tüte, die halt, die ist eh leider kaputt gegangen, aber die ist auch nicht besonders hochwertig. Die Maske ist, da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf nach Weihnachten, genau, und die fliegt jetzt auch weg. Ich finde die so blöd, das ist ein Arschloch einfach. So, ihr Süßen, hoppala, jetzt bin ich gegen die, Dings gegengekommen. Ich habe hier auch noch ein bisschen was für den anderen Trashy dann. Ja, ihr Süßen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, wie auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.